Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du mit Icons einen Power BI Bericht noch professioneller machen kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Ich bin ein großer Fan von Icons in Power BI geworden, da es aus meiner Sicht den Berichten einfach ein echtes Gefühl von Professionalität verleiht, das anderswo mit visuellen Elementen nur schwer zu erreichen ist. Nun zeige ich dir, wie du das machen kannst und wo du diese Icons bekommst. Dazu habe ich einen Power BI Beispielbericht vorbereitet, und zwar kommt dieser Beispielbericht von Microsoft und habe dort viele Arbeitsblätter mit Berichten. Und wir werden uns nun anhand dieses Berichtes die Vorgehensweise ansehen. In diesem Bericht kann nun diese Auswertung als ein Visual angezeigt werden, in diesem Fall ein Balkendiagramm oder auch in Tabellenform. Nun, wie man hier sieht, ist bereits ein Icon hinterlegt für die visuelle Darstellung und ein Icon für die tabulare, sprich tabellenartige Darstellung. Nun möchten wir dasselbe für diesen beiden Schaltflächen durchführen, und dazu bedienen wir uns im ersten Schritt eine Webseite, wo wir unsere Icons aussuchen können. Und zwar gibt es diese Webseite Remix Icons. Es gibt noch zahlreiche weitere Webseiten, die unter diesem Video verlinkt sind. Bitte darauf achten, dass nicht alle dieser Webseiten ihre Icons gratis zur Verfügung stellen, und deshalb bitte auch immer auf Preisgestaltung achten. Nun, wie hier zu sehen, gibt es nun über 2000 verschiedene Symbole bzw. Icons. Diese sind noch gruppiert in unterschiedlichen Kategorien, Buildings, Business und so weiter, Finance. Für unseren Bericht habe ich nun bereits zwei Symbole heruntergeladen und werde diese nun verwenden. Dazu wechsle ich nun in den Power BI Bericht zurück und selektiere nun meine Schaltfläche. Das kann aber auch ein anderes Visual sein. Die Vorgehensweise ist nun so: Nach Selektion wähle ich nun in den Filtern auf die Konfiguration, und darin gibt es nun die Rubrik Stil. Diese bietet nun viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten an. Wir bedienen uns der Rubrik Symbol und wählen dort auf Benutzer definiert. Anschließend kann ich nun mein lokales Verzeichnis durchsuchen und ich wähle für dieses Visual nun das Symbol der Balken aus. Und wie man sieht, wird diese bereits sichtbar. Als nächstes gebe ich noch oder kann ich noch die horizontale Ausrichtung anpassen. Und zwar möchte ich das für den Text. Nun wechsle ich auf die zweite Schaltfläche und kann auch diese wie zuvor über Symbol und Benutzer definiert ein Symbol, ein Icon hinterlegen. Wie ihr seht, könnt ihr damit eure Berichte noch professioneller wirken lassen, und falls du Fragen hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten, und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!